Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Alien Isolation hier auf unserem Kanal Mario & Roll Entertainment. Ich bin Mario und ich begleite euch durch dieses Spiel. So, in der letzten Folge ging es ja heiß her und ich würde sagen, wir lassen uns jetzt gleich nochmal grillen. Einfach weil es so schön war und weil wir es können. So, jetzt müsst ihr nur wissen... Da passiert da gar nichts, wenn ich da jetzt einfach weitergehe. Warum steht da einer? Ja. Ist das ein Android? Also, den habe ich jetzt voll getroffen. Komm. Okay, gut. Dann, Entschuldigung. Mein Gott. Also, nicht schießen. Aber warte. Was wird man? Sobald ich nicht schieße, schießen die. Komm, das probieren wir jetzt aus, bevor wir wieder die Hölle hier... Scheiße! Ach komm, hau doch ab, Alter, weißt du. Bei dir darf man auch nie rennen, oder? Okay. Okay, jetzt ist der ganze Spaß beiseite. Wir probieren jetzt halt einfach nichts mehr. Heißt, nichts darfst du ausprobieren. Nichts. Ich wollte einfach mal ein bisschen schneller jetzt machen. Und dann kommt natürlich gleich unser bester Freund. Dem Alien. Warum habe ich eigentlich nicht mit Flammenwerfer und so? Ich depp. Hallo? Die Kreatur ist in der Nähe. Ihr habt's gehört. Okay. Hauen wir ab. Auch nix. Was? Hä? Wovon? Der redet von irgendwas Interessantem. Den hab ich doch schon. Hör mir genau zu. Den kenn ich doch schon. Du machst sofort die Arbeit vielleicht. Wir müssen einen sicheren Ort finden, bis sich das Schiff sendet. Ich habe diesen Typ gesehen. Ich kann mich nicht an seinen Namen erinnern. Der mit der Baseballmütze. Riecht komisch. Er hatte etwas in seinem Mantel versteckt. Sah aus wie eine Waffe. Er hat direkt durch mich hindurch gesehen. Sprich mit niemandem. Niemand wissen, wo du hingehst. Ich werde, sobald ich kann, zu dir kommen. Aha, okay. Neu verkabeln. Mal gucken, was wir hier machen können. Ja, lass mal, wie es ist erstmal. Strom wiederherstellen. Muss ich da wieder nach hinten runter? Nee. Wait, die Kreatur. Wie sollen wir sie einsperren? Der Turm wurde dazu entworfen, hochwertige aus dem Gasriesen gewonnene Verbindungen zu verarbeiten. Vorkehrungen zum Schutz vor Piraterie bestehen weiter. Der Turm kann abgesperrt werden. Lüftungsschächte, Türen, alles. Sie bauen quasi einen Käfig um die Kreatur und Ricardo verriegelt ihn. Aha. Und das soll funktionieren, ha? Huh? Okay, ich bin richtig. Rezeptionsbereich, um die Tür zu öffnen. Aha.
Mach ich, Chef. Vorspeichere ich. So, einmal hier. Ein Wahnsinnsspiel, würde ich sagen, echt. Ricardo schließt die Abriegelung ab. Sie müssen alle Sicherheitstüren und das Treppenhaus schließen. Dann den Vorratsspeicher, Wartungszugang und die Server-Hub-Rezeption. Erstatten Sie unterwegs Bericht. Ich weiß nicht, ob der freundlich ist, deswegen schleiche ich mich lieber vorbei. Ja, Mann, dicke Gitarre. Was war das? Oh, keine Ahnung. Ich gehe jetzt einfach mal hoch. Ich hoffe, oben ist richtig. Der Android folgt mir irgendwie. Ich bin hier nur mal kurz auf der Durchreise, ne? Was ist das? Also. Wartungszugang verschlossen. Verstehe dich, das hätte ich vorher machen sollen, ne? Verdammt. Machen diese Aufzeichnung für alle, die nicht hier waren, als es passiert ist. Ich weiß nicht, wer entkommen ist. Es gibt einige Leichen, aber... Die anderen verschwanden durch die Lüftungsschächte. Einer nach dem anderen. Die Türen waren verschlossen, aber die Lüftungsschächte an der Decke waren offen. Es gab kein Entkommen und keinen Erlöser. Fast wie ein Fuchs im Hühnerstall. Wir beide haben zwei Möglichkeiten. Auf der einen Seite gibt es im Einkaufszentrum ein Lager Befreundeter, die den Marshals noch trauen. Auf der anderen ist Sinclair und seine Idioten-Crew mit deren Waffen. Irgendwo im Wohnbereich. Ich bezweifle, dass sie es eine Woche aushalten. Okay, du tust mir also nichts. So. Vorne kann ich wieder absperren. Bin mir aber nicht sicher, ob ich das jetzt schon möchte. Das Spiel. Okay. Hier ist also erstmal nichts mehr dann. Wir befinden uns heute auf einer erhöhten Gefahreneindämmungsstufe. Ich werde umgehend bei Ihnen sein. Okay. Warum ist die Batterie schon wieder leer? Gibt's doch nicht. Die ist ja nur noch leer. So, machen wir das nochmal. Halt mal. Okay, da oben kann ich nicht. Entschuldigung. Vorratsspeicher verschlossen. Okay.
Okay, und jetzt? Ah! Hey, hey, das hat geheißen, du hast Angst vor Feuer! Okay. Okay. Gut. Hat funktioniert. Hey, mein Schatz! Schatzi! Oh. So, bin ich ganz kurz unterbrochen worden. Wo ist es? Warum? Nochmal. Ricardo schließt die Abriegelung ab. Sie müssen alle Sicherheitstüren und das Treppenhaus schließen. Dann den Vorratsspeicher, Wartungszugang und die Server-Hub-Rezeption. Mhm. Erstatten Sie unterwegs Bericht. Wie kann ich Ihnen? Gar nicht. Also fangen wir unten an, oder? Wenn es überhaupt geht. Aha, hier war noch Flammenwerferzeug. Ein paar Leichensäcke, Schrott und was weiß denn ich noch alles. Ah, okay. Piep, piep. So, ist nicht mehr dazu gekommen. Da draußen ist noch irgendwie, keine Ahnung. Nee, es hat schon passt. Kannst ja nichts dafür, für das, was hier ist. So, jetzt gehen wir aber erstmal hier rein. Gucken wir uns hier drin mal um. Spielzeugroboter. Roboter. Sprengkapseln haben wir genug, heißt's. Okay. Hat einen Sicherheitsgenerator, aha. Den. Jetzt? Hey, normales Terminal. Okay, war halt abgesperrt. Ja, da war noch. Steuerung. Habe ich die Zellen geöffnet? Hey. Und immer noch Batterie leer. Na klar. Okay, ich habe immer noch den Flammenwerfer. Das ist gut. Dann regeln wir mal ab. Vom. Wartungszugang verschlossen. Bestätigt, Ripley. Hoppala. Wir befinden uns heute auf einer erhöhten Gefahr. Wir müssen
Dämmungsstufe. Weißt, der Android, der nervt auch. Der ist voll im Weg, sozusagen. Aha. Wo geht's hier lang? Schlüsselkarte benötigt. Hab ich die nicht schon irgendwo gesehen? Hat das eine Schlüsselkarte für mich? Nö. Hat er nicht. Ist da eine Schlüsselkarte drinnen? Zu. Ich gehe wieder raus. So. Vorratsspeicher verschlossen. Okay. Wohin jetzt? Okay, den Korridor, Serverhub, irgendwas, Rezeption, keine Ahnung, ab. Hä? Achso, Energie. Gibt's irgendwo zum Umstellen? Ja, draußen. Ne, hier nicht. Ja, hier geht's nicht weiter. So, hier ist noch einer. Jetzt hab ich aufgemacht, nicht zu, hä? Hinter der Rezeption. Wo? Da. Jetzt ist es sauer. Jetzt ist er sauer. Was? Sieben, sieben, acht, neun. Hallo? Youth, Ransom hier. Ich habe Ihre Anfrage erhalten. Ja, ich war in unserem Übertragungs-Relais-Archiv und habe einige entschlüsselt. Ich suche nach Crewlogs, die vor einiger Zeit über Sevastopol geleitet wurden. Ich verstehe, dass Sie sich Sorgen machen, aber das ist alles Schnee von gestern. Ich muss nur ein paar Dinge in Erfahrung bringen. Ein Routine-Datenübertragungspaket aus der Randzone von Tidus, das war ein Schiff die Heimreise. Das ist etwas Besonderes. Aber es muss ja trotzdem niemand sonst davon Bescheid wissen, oder nicht? Wenn Sie den Mund aufmachen,
wird das Konsequenzen haben. Ich meine, es gibt vieles, das Marie nicht weiß, oder? Lassen Sie sie entschlüsseln und geben Sie mir Bescheid, wenn es erledigt ist. Das muss nicht eskalieren. Server hat Rezeption verschlossen. Gute Arbeit. Gehen Sie zur Serverfarm durch. Leise. Wohin? Die Serverfarm abbringen. Heiland, zack. Und mein Freund, der Roboter, ist immer noch da. Der Roboter gerade echt mit dem Alien geredet. Eine super Sache. Wie kann ich Ihnen helfen? Naja, erstmal gar nicht, danke. Du könntest mir den Alien ablenken. Mein Gott, geh doch weg mit deinen Riesenaugen. Ist schon hier links, gell? Ja. Was ist hier rechts drinnen? Alter, ist das ein lautes Ding. Was ist denn hier los? Na, hoffentlich kommt jetzt nichts. Geh weg, Girl! Ich hab's doch erwischt. Okay. Mama. Boah. Wo? Wo da drüben? Die Keule. Ich habe am Terminal in der Serverfarm eine Notfallabriegelung eingerichtet. Sie müssen sie dort auslösen und dann raus da. Ich werde Ihren Ausgang offen halten, bis Sie durch sind und dann die Falle schließen. Bei der Zeit, dass wir es speichern können. Die Folge ist nämlich schon zu lang. Oh Gott, meine Hände schwitzen wie Sau. Und wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, Leute.